Was ist besser? Gut sein oder gut handeln? An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas. Nun, was bin ich schuldig? 3 Groschen! Er gab ihm das Geld und wollte reiten. Und der Passschein! Der Passschein? Er darf ohne einen Passschein nicht reisen. Lass den Schlucker laufen! Kommt! Er kann ja die Rampen selbst als Pfand zurücklassen. Groß war aber sein Erstaunen, als er... statt seiner 2 glatten und wohlgenährten Rappen... ein paar dürre, abgehärmte Mähren erblickte. Uns soll Gerechtigkeit widerfahren. Michael Kohlhaas! Du kannst mich auf das Schafott bringen. Ich aber kann dir wehtun. Und ich will's.